Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Vieh. Unsere Herde der Praktikanten ist leider geschrumpft. Wir haben nur noch Sina und Daniel. Der Patrick ist jetzt gegangen und dafür kam irgendwie keiner. Das ist schon ein bisschen doof. Ich dachte, das sind Herdentiere und die kommen immer in Grüppchen. Grüppchen sind aber nicht nur zwei, das ist ein Paar. Also irgendwie hat da Equine Passion gerade was verwechselt. Weil manchmal kann man den dritten dann doch brauchen. Also gerade wenn hier jetzt wieder, wie heute, so unglaublich viel hier draufsteht und so viel Hufschmied draufsteht, dann ist der eine Praktikant eigentlich schon fast ausgenutzt, um hier ein Pferd nach dem anderen beim Hufschmied vorzustellen und dann auch sich mit dem Tierarzt zu beschäftigen. Jetzt ist übrigens endlich mal die Abstimmung für die Probe-Accounts hier angeschnitten worden, weil ja schon mal beschlossen wurde, dass man jetzt wohl die Demo-Accounts in die Vollversion integriert, aber eben als abgespeckte Version, damit dann eben auch die Community komplett in einer, auf einem Server ist und eben nicht zweigeteilt. Damit halt auch die Freunde, bei denen die einen zahlen dürfen und die anderen nicht zahlen dürfen, trotzdem gemeinsam spielen können. So, genau, also das ist die kurze Zusammenfassung der vorangegangenen Diskussion. Das ist das also, was ich gesagt habe. Jo, was habe ich jetzt hier noch vergessen? Also das sind die Punkte, die schon feststehen, aber das ist ja im Endeffekt auch klar. Das hatten wir ja tatsächlich öfters mal auch hier besprochen. So, und jetzt könnten wir hier noch über weitere Punkte abstimmen. Gucken wir doch mal, was das ist. Ja. Also, da könnten wir jetzt mitmachen. Das mache ich, doch wirklich auch sehr gerne. Also 20 Pferde finde ich in Ordnung. Ich habe jetzt auf der Demo auch mein Limit schon erreicht gehabt. Das war tatsächlich krass, als das Limit erreicht wurde. Das ist man irgendwie nicht so wirklich gewohnt. Arbeiter würde ich aber schon zwei nehmen. Probe-Accounts sollen einen Stall nur für die eigenen Pferde bauen dürfen? Nein, keinen Stall, würde ich sagen. Import-Probe-Accounts sollen neue Rassen erst später importieren. Ja, das finde ich in Ordnung. Interne Jobs wie Bereiter und Fohlenerzieher sollen die nicht ausführen dürfen, finde ich auch in Ordnung. Gelassenheitsprüfungen finde ich eigentlich jetzt nicht so dolle. Also, ich würde mich nicht stören, wenn sie da mitmachen dürfen. Jungpferdmeisterschaften, nee, sollen sie jetzt vielleicht nicht mitmachen. Leistungsprüfungen eigentlich auch nicht. Also, Gelassenheitsprüfungen ist mir wurscht, aber das andere ist ja dann doch was Besonderes außerhalb der normalen Turniere. Und da finde ich jetzt eigentlich schon, dass man da einen Abstrich machen soll. So, meine Stimme wurde gespeichert. Vielen Dank auch. Okay. Also hier haben natürlich auch noch ein paar ganz, ganz viel hier gesprochen und geliked und mitgemacht. Vielleicht macht ihr einfach auch mal mit, weil das ist ja auch was, was Equine Passion so besonders macht, dass Natalie und Jackie wirklich immer ständig dabei sind, die Community zu fragen, was wie wo gemacht werden soll und dass sie sich da wirklich sehr zu Herzen nehmen, was die Community sagt und wenn es halt wirklich nur um die Grafiken geht, aber sowas finde ich unglaublich toll, das ist wirklich einmalig und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal dafür auffordern, macht bei dem Ganzen bitte auch mit. So, jetzt werden wir hier mal den Tierarzt rufen und den Hufschmied. Ich kann euch heute leider keine Turniererfolge zeigen, denn ich war gestern bis in die Puppen im Stall, weil wir die Scheune umgeräumt haben.
wir haben so viele Schränke, also diese Militärschränke, vielleicht kennt ihr die auch. Also jeder von uns hat so eine Sattelbox in der Sattelkammer, aber es haben auch noch so viele dann auch Militärschränke, die sie dann irgendwo, die waren dann alle kreuz und quer in der Scheune gestanden und Futter und so viel Zusatzfutter hat irgendwie jeder, obwohl eigentlich unser Stall ein Rundumversorgerstall ist, aber man hat wirklich so viel Zusatzfutter, das auch überall rumstand, dass wir gestern Aufräumaktionen in der Scheune hatten und 6 Stunden lang die Scheune aufgeräumt haben und alle Schränke an einen Platz und so weiter und so fort. Das war schon wirklich ein Kraftakt, muss ich sagen. Und dann haben wir noch einen unglaublich schönen Spaziergang gemacht, weil irgendwie hatte dann da keiner mehr wirklich Bock zum Reiten, was ja auch verständlich ist nach dieser Aufräumaktion. Da hatte irgendwie keiner mehr Bock, die Pferde fertig zu machen. Und dann sind wir in einer ganz großen Gruppe noch mit den Pferden spazieren gegangen. Und da war schon dann ein bisschen, da war dann schon ein bisschen Sonnenuntergang. Und ja, also das war wirklich wie so eine Karawane. Aber es war unglaublich schön und unglaublich toll, da mitzumachen bei diesem. Wie soll man das dann sagen? Abenddämmerungswanderung mit Pferd. Also das ist noch so mal so ein ganz anderer Flair als Ausreiten, finde ich. Mit Pferd zu Fuß. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das fast schöner als Ausreiten gestern. War ein toller Abschluss. Genau, und dann bin ich so spät heimgekommen, weil ich mich dann ehrlich gesagt auch noch ganz schön verquatscht hatte, dass ich es dann einfach nicht mehr vor 12 Uhr geschafft habe. Ja, deswegen kann ich euch jetzt leider keine Turniererfolge zeigen. Aber wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, es war 13:30 Uhr, als die Sina heißt sie, glaube ich. Genau. Als die Sina endlich fertig war mit dem Hufschmied und so. Und deswegen wäre es heute nicht schlecht gewesen, wenn wir tatsächlich einen dritten Praktikanten gehabt hätten. Denn irgendwie sind wir ja jetzt nur bei der Roxy. Und das ist schon doof. Aber jetzt machen wir vielleicht einfach mal bloß 40 Minuten und hier auch nur noch 40 Minuten. Dann sparen wir halt ein kleines bisschen Zeit. Machen wir halt hier auch bloß 40 Minuten heute. So, Casanova geht dann halt auch mal bloß 50 Minuten Gassi. Nasenfluss. Ja, ich habe auch ein bisschen Nasenfluss. Ich bin auch wieder ein bisschen erkältet. Ja. Ich weiß auch nicht, wo ich das immer herkriege. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin rund um die Uhr erkältet. Und das finde ich einfach bescheuert. Also der muss jetzt nicht mehr laufen, der muss bloß noch trainiert werden, Muni. Sailor muss jetzt auch nicht mehr laufen. Das kann ich mir eigentlich vollkommen sparen. Die haben ja schon 90 Kondi. Aber dich werde ich noch ein bisschen bemuttern und betüddeln. Dann. Ich lasse die Praktikanten hier immer den Tierarzt rufen, weil so viel mehr kostet mich das jetzt auch nicht, als wenn ich das von der Apotheke kaufe. Aber es kostet mich halt keine Zeit beim Hauptaccount, also beim Hauptspieler. Und deswegen, wenn ich jetzt schon Praktikanten habe, dann lasse ich die hier auch die Schrammen behandeln. Ja, weil ich irgendwie finde, dass selbst 5 Schrammen einfach auch 50 Minuten Zeit kosten, die man dann anderweitig einfach benutzen kann. Und deswegen mache ich das so, weil mich da letztens mal jemand gefragt hat. So, ich glaube, da habe ich jetzt doch noch Zeit, dass ich dich komplett 80 Minuten hier beschäftigen lasse. So, jetzt haben wir 13:20 Uhr. Ich muss jetzt mal gucken. Cheyenne, du nicht. Snowbee, du auch nicht. Lantana muss nicht. Karamira auch nicht. Elena ist ja auch hochträchtig. Okay, hier habe ich nochmal eine Schramme.
Seht ihr, das läppert sich schon mit den Schrammen, mit diesen blöden. So. Okay, also Mystery Dash, du darfst hier einmal noch ein bisschen laufen und dann habe ich ja noch Mystery Thunder, den ich jetzt auch mal noch kurz einmal so. Das war's jetzt. Irgendwie haben wir jetzt nicht mehr. Dann hätte ich doch nicht so sparen müssen. Dann werde ich jetzt mit Snoopy, weil Snoopy kann ich ja insgesamt eigentlich 160 Minuten hier durch die Gegend schicken. Dann werde ich jetzt Snoopy einfach nochmal 80 Minuten longieren. Denn ich will unbedingt, dass der noch auf 90 Kondi kommt, bevor die Kinder so weit sind, dass sie ihn reiten können. So. Stelle, sind die alle besetzt? Nee, zwei sind frei von unseren Stellen. Okay. Ansonsten, ja, Heuwiese, Heuwiese. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Heu trotzdem knapp werden könnte dieses Jahr. Immer wenn hier steht, die Anmeldung zur Fohlenschau ist eröffnet, bin ich voll aufgeregt, weil ich dann nämlich weiß, dass die Fohlen auch demnächst bald kommen. Und das ist für mich immer die aufregendste Zeit im Jahr bei Equine Passion. Hier bei den Chatties gucken wir erstmal, denn es ist wieder ein Kind da. Ah, ein Mädchen. Ich würde mir tatsächlich manchmal wünschen, ich würde den ein oder anderen Jungen bekommen. Weil mir gehen so langsam echt die Namen aus für diese Kinder. Es ist nicht normal. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich die ganzen Mädels nennen soll. Wirklich nicht. Naja, vielleicht fällt mir ja dann noch irgendwann mal eins ein. Ein Nämelchen. Hier müssen wir auch ein bisschen Tierarzt rufen und hier müssen wir auch ein bisschen zum Hufschmied, aber hier muss nur Wings zum Hufschmied. So, warum haben wir denn hier eigentlich so viel Geld? Was ist denn hier passiert? Stallmiete, Reitschule, Arbeitsgehalt, ach so, okay. Ja gut, wir haben ja auch im Endeffekt kein Geld ausgegeben. Das ist natürlich auch meistens nicht schlecht. Wenn man kein Geld ausgibt, dann füllt sich natürlich das Konto auch. So ist es ja nicht. Also bei den kleinen, süßen Fohlen hier hat sich nichts geändert. Die Daisy steht auch in einem Stall, der nichts kostet und ja, auch hier bei den Reitbeteiligungen hat sich nicht wirklich was getan. Hier ist auch alles noch wie beim Alten. Irgendwie ist bei den Chatties gerade nichts los. Also da ist gerade wirklich, wirklich, wirklich gar nichts los. Ja, wir müssen jetzt wirklich auf die neue Turniersaison warten, weil irgendwie bin ich gerade mit den Chatties so extremst schnell durch, weil ich sie natürlich nach wie vor versuche hier zu pushen, dass ich so wieder das ein oder andere Schulpferd ein bisschen mehr eintragen kann, wieder so hier einen Z hier 10 Minuten mehr, da 10 Minuten mehr. Ja, das versuche ich schon nach wie vor und das ist auch eigentlich relativ schnell durch. Aber danach sind dann im Endeffekt auch wieder die Auftragsfohlen dran und die Reitbeteiligungen und das war es dann. Ich freue mich zwar schon unglaublich auf die flauschigen Fohlen, aber die Chatties sind gerade relativ langweilig. In der Demo wurde unser Konto aufgelöst, weil ich ja nichts draufgepackt hatte für den Monatsabschluss. Das war natürlich ein bisschen doof, aber wie gesagt, wenn ich gestern nicht online war, konnte ich das nicht machen. Wir sind in Dressur aufgestiegen, das heißt, in Dressur werden wir jetzt auf TK3-Niveau starten wahrscheinlich. Und in CC sind wir abgestiegen, da gucken wir jetzt doch gleich mal. Ich komme immer ins Falsche rein. So, auf Folge. Genau, in CC sind wir TK3.
Da waren wir ja im Endeffekt auf TK4 schon, sind aber nur TK3 gelaufen. Deswegen bleiben wir jetzt auf TK3. Dressur würden wir jetzt TK3 laufen, möchte ich aber eher nicht. Ich würde gerne wieder in TK2 bleiben. Genau. Wir haben irgendwie dieses Mal keine besondere Leistung erbracht. Also wir hatten ja letztes Jahr diesen Titel und dieses Mal haben wir es nicht geschafft. Finde ich schade. Ich dachte eigentlich schon, dass wir das wieder hinkriegen. Aber kann man hier nicht irgendwo auch die erfolgreichsten Pferde sich angucken? Jetzt könnte man natürlich hier einfach mal durchgucken und mal schauen, ob da irgendwo eins dabei ist. Das glaube ich jetzt aber fast nicht, weil die sind ja auch alle schon ziemlich alt. Lasst uns doch mal bei den CC-Pferdchen gucken. Hier ist das absolut erfolgreichste Pferdchen, ist ein deutsches Reitpony, 10 Jahre alt der Hengst. Und hat insgesamt 638.000 gewonnen. Krass. Der läuft halt in TK3 und TK4 gleichzeitig. Das sollten wir vielleicht auch machen. Wir sollten vielleicht doch auch in beiden Kategorien laufen lassen. Also 10 Jahre alt und 638.000. Wind ist jetzt 6 Jahre alt und hat bisher ja nur 96.000 gewonnen. Ja, gut. Also dann kann er da ja, nee, da kann er da nicht mithalten. Das ist irgendwie, nee. Das ist schon doof, dass wir da so weit weg sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Och, Menno. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ich dachte, wir kommen da vielleicht irgendwann mal hin. Aber gut, leider nicht. Leider nicht. So. Jetzt machen wir hier mal einmal kurz durch. Das geht ja ratzifatzi. Da ist ja eigentlich nichts irgendwie Großartiges zu machen. Die sind ja jetzt fast alle schon ziemlich austrainiert. Und dementsprechend geht das auch immer mit ein bisschen, mit 10 Minuten oder so. Mehr mache ich da gar nicht. Und dann schauen wir mal. Das nächste Mal kann ich vielleicht wieder ein paar Turniererfolge vorweisen. Das nächste Mal habe ich vielleicht auch schon einen Namen für das Kind oder vielleicht helft ihr mir da auch ein bisschen. Mir gehen nämlich so langsam tatsächlich die Namen aus. Ich liebe Namen mit Y. Also ich schreibe auch gerne mal einen, wenn es ein I sein könnte, ein Y. Ich weiß nicht warum. Ich bin da so ein bisschen ein Y-Freak. Aber ich mag kein Y vorne. Also ich möchte, mache jetzt nicht irgendwie den Namen Jessica, aber zum Beispiel mit Y vorne. Nein, das mache ich nicht. Aber ich mag zum Beispiel Namen, die in der Mitte oder hinten ein Y haben, wie zum Beispiel Levi. Aber Levi dann nicht mit I, sondern mit Y. Das würde ich tatsächlich ja richtig schön finden. Das sind so Namen, die mag ich einfach. Ja, vielleicht könnt ihr mir da noch ein bisschen helfen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren, das Glöckchen betätigen. Das alles unterstützt mich und das alles, damit zeigt ihr mir, dass ich meine Arbeit vielleicht gar nicht mal so doof mache. Und das motiviert mich und dann mache ich das auch alles noch lieber, als ich sowieso schon tue. Und dann kommt auch bald wieder eine neue Folge. Bis dahin, eure Vieh. Tschüss.